Also, Mr. Castle, wie funktioniert es? Alles fängt mit einer Nanozelle an, die im motorischen Kortex des Gehirns eingepflanzt wird. Diese Zelle vermehrt sich, indem sie aus den benachbarten Zellen perfekte Kopien anfertigt. Und diese kopierten Zellen besitzen ferngesteuerte Zugriffsfunktionen. Nano plus Cortex ist gleich Nanex. Ist es wahr, dass jeder Mensch, der sich dieser Methode unterzieht, eine individuelle IP-Adresse bekommt, wie ein Mobiltelefon oder ein Laptop? Ja, aber diese Kontrollierbarkeit ist strengstens auf die lokale Spieleumgebung begrenzt. Wie bei Society zum Beispiel. Sobald ein Castmember sein Arbeitsumfeld verlässt, ist er vollkommen befreit von der Kontrolle des jeweiligen Gamers. Oh, welche Erleichterung für uns. Nun, für manche. Mag sein. Für manche. Die meisten einfachen Menschen sehnen sich nach etwas Kontrolle. Dann muss man keine schweren Entscheidungen mehr treffen. Keine weiteren Sorgen, keine Verantwortung. Denkt darüber nach. Das werden wir, Mr. Castle. Das werden wir.